Ein gestrandetes Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist Napoleon wieder mal auf einem Schlachtfeld unterwegs. Heute befinden wir uns nämlich in Sibirien. Die kalten Winter hier machen unsere Armee ganz schön zu schaffen, aber wir sind heute hier, um die Russen hinter diesem Hügel zu besiegen. Wir haben nicht nur leichte Infanterie, sogar ganze Menge leichter Infanterie, nein, wir haben auch Liniengrenadiere, die gemeinsam mit unserer Artillerie und natürlich auch unserer Kavallerie versuchen werden, die Russen zu besiegen. Los geht's! Ich werde meine Kanonen natürlich sofort auf den Hügel verlagern. Sie brauchen nämlich freies Schussfeld, um wirklich Schaden anzurichten. Meine gesamte Infanterie lasse ich auch auf den Hügel vorrücken. Sie werden sich nämlich im Wald verstecken. Und meine Dragoner der Kaiserin werde ich zu meiner linken Flanke im Wald postieren. Meine Männer erreichen jetzt so langsam den Wald und postieren sich. Die Russen derweil sind schon auf dem Vormarsch. Sie haben eine Menge Musketiere und Grenadiere, die versuchen werden, meine Männer aus dem Wald zu vertreiben. Aber ich hoffe, unsere große Reichweite wird dafür sorgen, dass wir sie frühzeitig besiegen können. Ich lasse meine Artillerie jetzt schon hier abprotzen. Sie müssen jetzt frühzeitig mit dem Beschuss beginnen und sie dürfen auch nicht so dicht an meinen Männern dran stehen, damit sie auch noch zielsicher den Feind treffen können. Jetzt werden die Kanonen ausgerichtet und Feuer! Das sieht doch gut aus. Ich hoffe, wir treffen irgendwas. Erstmal sieht das nicht so aus. Das ist sehr schade. Aber ich denke, die Kanonen werden schon noch irgendwas treffen. Jetzt beginnt nämlich meine Infanterie mit dem Beschuss. Sehr gut. Meine Leute werden jeden Schuss treffen. Aufgrund ihrer hohen Reichweite und ihrer Zielgenauigkeit. Und meine Liniengrenadiere sind außerdem noch in der Mitte und sorgen dafür, dass das Zentrum bestehen bleibt. Ihre Reichweite ist vielleicht nicht die größte, aber dafür halten sie viel mehr aus. Selbst hinter Baumstämmen können sich meine Leute hier verschanzen. Wir haben wirklich eine sehr gute Stellung ausgesucht. Hier werden wir nicht so leicht zu besiegen sein. Feuer frei, Männer! Sehr schön! Aber das Heer der Grenadiere nähert sich langsam. Wir müssen sie schneller ausschalten, damit wir noch eine Chance haben. Denn im Nahkampf sind uns die Grenadiere eindeutig überlegen. Sogar unsere Liniengrenadiere sind schon dabei, auf den Feind zu schießen. Vielleicht sollte ich jetzt meine Kavallerie einsetzen. Ich ziehe meine Kavallerie jetzt hinter ihre Reihen, ganz versteckt durch den Wald. Hier im Wald eröffnen jetzt die Russen das Feuer und schießen auch auf unsere Männer. Das kann für hohe Verluste sorgen, aber ich hoffe mal, dass sie keinen Erfolg haben werden. Feuer frei, Chasseur! Hier kommen die Russen gefährlich nah. Sie wollen doch wohl keinen Bajonettsturm versuchen. Die erste Kompanie der Russen flieht. Die Grenadiere sind besiegt. Und unsere Kavallerie im Rücken des Feindes kann nun einen Angriff starten auf ihre Artillerie. Unsere Dragoner dürfen niemanden zurücklassen. Wir müssen jeden einzelnen Russen hier vom Schlachtfeld fegen, damit unser Vormarsch nach Moskau gesichert ist. Die kosakische Leibgarde greift an. Jetzt, Männer, jetzt müsst ihr euch beweisen. Angriff! Oh nein, es ist Speerkavallerie. Wir haben verloren. Unsere Männer sind im Untergang geweiht. Das ist nicht gut. Wie sieht es im Wald aus? Im Wald sieht es sehr gut für uns aus. Unsere Infanterie lässt den Feind nicht zu nah herankommen und kann dafür sorgen, dass wir ihn zurückschlagen. Ich ziehe meine ganze Armee jetzt um ein paar hundert Fuß zurück, damit wir uns neu aufstellen können und das Feuer auf die Grenadiere richten können, die uns hier so hartnäckig verfolgen. Feuer frei, Männer! Los, holt sie euch! Nein, sie sind schon dran! Nicht gut! Aber jetzt fliehen die Grenadiere und wir können ihnen in den Rücken schießen. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald ihnen. Und jetzt greift auch noch ihre kosakische Leibgarde an. Die werden doch nicht wohl denken, dass sie hier mit ihren Speeren noch was gegen uns ausrichten können. Die werden fallen wie die Fliegen, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Einer nach dem anderen. Sie können es ruhig versuchen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Nur noch die letzte 1200 Fuß Artillerie ist übrig geblieben. Aber die wollen jetzt noch das Feuer auf unsere Männer eröffnen. Das ist nicht gut. Da habe ich aber jetzt schon meine leichte Infanterie hingeschickt, meine Plänkler. Die werden jetzt mit einer breit aufgestellten Formation dafür sorgen, dass diese Kanonen auch nicht mehr fliehen können. Feuer frei, Männer! Und da fliehen sie, die Kanoniere. Wir haben diese Schlacht gewonnen. Nun können wir unseren Vormarsch fortsetzen. Doch als ich meine berittenen Lanzenreiter dem fliehenden Feind hinterher schicken wollte, wurde ich aufgehalten. In einem Hinterhalt hatten sie ein ganzes Heer von weiteren Lanzenreitern mir entgegengestellt. Und nun sollte sich entscheiden, wer den Sieg davontragen sollte. Genau dort vorne kommen sie.
aber unsere Lanzenreiter werden skrupellos über sie herziehen. Männer, Blas zum Angriff! Auf die Ulanen! Für Frankreich! Für den Kaiser! Jetzt geht es los. Unsere Lanzenreiter greifen ihre Ulanen an. Und los! Das wird ein riesiges Handgemenge bzw. Speergemenge. Oh Gott, was passiert denn hier? Ist das krass. Wie viele Pferde hier dran beteiligt sind? Über 600 Pferde. Mit 600 Reitern natürlich. Oh, ein ziemlich lautes Handgemenge hier zwischen. Oh Gott. Ob wir das gewinnen werden? Das ist ja ohne Taktik. Aber es sieht erstmal nicht so schlecht aus, wenn man es von oben betrachtet. Unsere Moral ist noch sehr hoch. Das liegt auch daran, dass unser General sehr nah ist. Unsere Einheiten haben auch noch viele Truppen übrig. Wir konnten die Russen schon stark zurückdrängen. Die erste Kompanie flieht. Sehr gut. Ihre ersten Lanzenreiter konnten wir zum Rückzug zwingen. Aber sie haben uns den Rückzug abgeschnitten. Sie haben uns komplett umkesselt. Das ist aber nicht wirklich schlimm. Denn meine Truppen sind wenigstens alle nebeneinander, können sich hier den Rücken decken, während die Russen hier alle aufgeteilt sind und nur ab und zu wieder angreifen. Wahrscheinlich ist unsere Taktik somit die bessere. Da flieht nämlich schon die nächste Kompanie. Nochmal weniger Feinde, die sich uns entgegenstellen. Die Kraft meiner Männer lässt langsam nach. Aber das können wir nicht zulassen, dass hier die Russen diesen Sieg davontragen. Wir haben gerade eben die Schlacht gewonnen und wir werden auch diese Schlacht noch gewinnen. Noch eine Kompanie weniger. Wunderbar. Jetzt ist der Rückzugsweg offen. Wir können uns neu aufstellen. Alle Männer kurz zurückziehen. Wir müssen uns neu aufstellen. Alle zurückziehen. Wir stellen uns neu auf. Ich glaube, das wird nichts. Wir müssen angreifen. Alle Männer müssen nochmal rein. Alle greifen an. Ich werde sie auch nochmal alle motivieren. Sehr gut. Die Moral stärkt unseren Geist. Und wir können weiterkämpfen. Nur noch wenige russische Truppen sind verbleibend. Aber ihr General steht noch wacker auf dem Schlachtfeld. Und damit ist nur noch ihr General übrig. Und jetzt, hetzt ihn, Männer, hetzt ihn. Holt ihn euch. Der General darf nicht entkommen. Angriff. Ihr General will fliehen. Jetzt haben wir ihn. Wunderbar. Sehr schön, Männer. Der Sieg ist unser. Für Frankreich. Danke, dass ihr mir auch bei diesen Schlachten zugesehen habt. Hinterlasst doch jetzt ein Abonnement, wenn ihr mehr von meinen Videos sehen wollt. Schreibt doch gerne einen Kommentar, wenn euch das Video gefallen hat und gebt einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.